müssen wir denn jetzt noch bauen? Wir bräuchten jetzt diese blauen Wissenschaftspakete. Und dafür brauchen wir die erweiterten Schaltkreise, jene in Rot, die Motoreneinheiten und den elektrischen Erzförderer. Ich glaube, Motoren habe ich jetzt aktuell noch nicht auf dem Fließband liegen, aber schon mal die Erzförderer. Das heißt, unser nächstes großes Ziel wäre, die Motoreinheiten zu automatisieren, also die Produktion davon. Genau. Und das machen wir in einer blauen Montageanlage, weil wir die gelben noch gar nicht haben. Okay, dafür brauchen wir Stahl, Eisen und Rohre. Das muss ich glatt mal schauen. Hier haben wir Rohre mit drauf liegen, genau. Und wir haben hier oben die Zahnräder. Jetzt muss ich glatt mal gucken. Habe ich nicht schon irgendwo. Nein, hier ist doch Quark. Hier ist doch schon eine Motorenfabrik. Das brauche ich gar nicht zu bauen. Guck an, das habe ich schon gemacht. Okay, umso besser. Ich müsste es quasi nur noch an den Kreislauf von unten anschließen. Das mache ich, indem ich hier einfach ein paar Fließbänder in Tunnelform, welche ich mir ja auch automatisieren wollte. Fällt mir gerade wieder ein, weil das hatte ich meines Erachtens auch noch nicht gemacht. Nee, genau. Also bauen wir uns im Prinzip nochmal schnell eine Fabrik, die uns diese Tunnels baut. So, und dafür brauchen wir Eisenplatten und Fließbänder. Fließbänder liegen hier unten, Eisenplatten liegen hier oben. Also werde ich das im Plan, werde ich das hier dazwischen bauen. Genau, machen wir das hier dazwischen. Eine Montagemaschine, bitte. Ich habe da noch welche in der Tasche. Ich brauche gar keine mehr zu bauen. Okay, die stellen wir. Ich überlege gerade, ob es jetzt hier sinnvoll ist oder weiter hinten. Es ist eigentlich egal. Ich stelle es jetzt einfach hier hin. Wurscht. So, Fließbänder. Okay, haben wir. Da. So, einmal hier hin. Und hier hinten mache ich nur einen Greifarm dran, der mir das Ganze in eine Kiste produziert. Kiste wird. Einen schönen guten Abend, Herr Dirk. Na, wie ist es? Alles gut bei dich? Wie war dein Tag? So, wo war ich? Genau. Fließbänder, Fließband. Okay, hier kommt die Tunnelproduktion rein. Und dann kommt hier. Hier, genau, der Tunnel hin. Und hier werden dann die. Nein, das ist Quatsch. Wir brauchen doch Fließbänder dafür. Ja, das, genau. Yay, huhu. Hallo Wochenende. Wie geht es, alter Freund? Lang nicht mehr gesehen. So eine Woche nicht, ne? So in der Richtung. Genau. Ja. Okay, jetzt brauchen wir ein paar Teilerfließbänder. Damit wir hier. Aha, Witz, komm raus und bist umzingelt, den kleinsten gemeinsamen Teiler finden. Nicht lustig, ich weiß. Ja, okay, dann müssen wir dieses Fließband hier einmal konfigurieren. Und zwar brauche ich Fließbänder. Und zwar diese hier. Und die sollen mir auf der linken Seite ausgegeben werden. Also so wie es jetzt ist, ist es sogar schon richtig rum. Genau. Dann brauchen wir. Stelle ich das mal hin. Hier? Nee, das ist scheiße. Machen wir es dahin. So. Ups. Das ist natürlich jetzt ein Problem, weil rein theoretisch müssten die Fließbänder auf die andere Seite fallen. Ansonsten kriege ich die Eisenplatten nicht auf diese Seite. So. Also lassen wir das. Ups, einsammeln. Einmal. Ah, es geht ja auch wieder nicht. Machen wir das so. So. Und dann kommt der Tunnel dahin. Genau. Okay. Auf diese Seite damit. So, fein. Okay. Jetzt brauchen wir noch die Metallplatten. Beziehungsweise Eisenplatten. Ich verwechsel es immer. Die kommen auf der rechten Seite. Nicht Kiste. Quatsch. Metallplatten, Eisenplatten. Da. Auf der rechten Seite fallen die heraus.
und kommen hier aufs Fließband. Jetzt liegen natürlich zwei Kupferplatten drauf, was ein bisschen blöd ist, weil die brauchen wir gar nicht. Und dann kommt hier ein Türmchen hin. Also kein Türmchen, sondern ist schon Stromversorgung. So, und schon fängt dieses wunderbare Gerät an, mir unterirdische Tunnels zu bauen. Ja. Yippie. Das kann er in dieser Geschwindigkeit weiterhin machen, weil das reicht vom Prinzip. Genau. Ich habe Twitch nicht getötet, Dirk. Das muss an dir liegen. Also, bei mir läuft noch alles. Ich habe auch keine ausgelassenen Frames. Alles gut. Ich weiß nicht, ob du jetzt wieder. Kannst du das mittlerweile wieder hören, lesen, sehen? Ja, nein, vielleicht. Dann melde dich gerne. So. Ich kann dir natürlich auch gerne mal schreiben, aber es kommt immer so ein bisschen blöd, wenn man sich nicht auf das konzentriert, was eigentlich gerade Fakt ist, ne? Einen Moment, ich schreibe ihm mal gerade zurück. Mein Akku ist fast leer. Das ist aber schade. So, Entschuldigung. Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir hier schon mal. Oh, der produziert aber sehr schnell sogar. Das ist ja schön. Okay. Hier, was? Kommt es ein Network-Error? Puh. Ja, da kann ich aber gerade nichts ändern dran, ne? Entschuldigung, weiter geht's. Wir rennen das mal schön vor den Strommasten, so wie sich das gehört. Okay. Bam, 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 bam. Was wollte ich jetzt tun? Bevor ich hier wieder mal. Motoren. Motoren haben wir. Genau, ich wollte die Motoren jetzt abzwacken und nach unten führen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo sind die? Die sind da. Okay. Wir haben jetzt auch Tunnel im Gepäck. Das heißt, wir könnten die Motoren rein theoretisch hier auf das Fließband mitfallen lassen und dann. Was? Oh, Mensch. Entschuldigung. Okay. So, dann lassen wir das einmal auf dieses Fließband fallen. Und schon haben wir Motoren und Erzförderer im Überfluss sozusagen. Ach Mensch. Jetzt, ich soll jetzt sein Internet heil machen. Das, weißt du, manchmal. Es ist, nee, ich sag jetzt nichts dazu. Ich sag jetzt nichts dazu. Jetzt hör auf mir zu schreiben, Mann. Ich kann da nichts dran ändern. Kauf dir neues Internet. Kauf dir besseres Internet. Kauf dir Internet. Oder wie man es immer nennen mag. Meine Güte. So, jetzt muss ich erstmal wieder diesen fiesen Wald hier beiseite räumen. Der größte Feind in Factorio. Wald. Habe ich mir letztens sagen lassen. Das stimmt. Er steht immer im Weg. Er steht echt immer im Weg. Wenn ich so überlege, mein Opa hat früher mal gesagt, da war ich noch ein ganz kleiner Pimpf. Und mein Opa, der hatte noch einen kleinen Hund, so eine, weiß ich nicht, Promenadenmischung. Und er meinte immer, einer steht immer im Weg. Entweder ist es der Hund oder ich bin's. Toll, danke. In dem Falle hier ist es jetzt der Wald. So. Jetzt kann ich endlich mal damit aufräumen. Hahaha. Entschuldigung. So, okay, weiter geht's. Wir wollten hier unten produzieren. Und zwar blaue. Blaue Wissenschaftspakete. Weil die so toll sind. Und so blau sind. Und so schön sind. So, dafür ziehen wir jetzt eine Lane nach hier unten. Und auf diese Lane werden die blauen Wissenschaftspakete fallen. Genau, dann kommt hier eine Montageeinheit hin und noch eine und weil es so schön war, noch eine, damit es wenigstens symmetrisch aussieht. So, an dieses Teil kommen wieder unsere altbewährten Greifärmchen dran. Und zwar diese, diese und jene. Und auf der anderen Seite das gleiche nochmal.
Und wir brauchen für diese Dinger. Ach so, wir brauchen auch noch die roten, die erweiterten Schaltkreise. Das heißt rein theoretisch, müsste ich dieses Fließband hier, ich müsste das nochmal wegreißen. Entschuldigung. Ansonsten reicht das vom Platz aus hier nicht. Und zwar folgendermaßen. Wir kommen dann quasi mit der anderen Lane von hier oben. So. Und dann kommt hier die Montageeinheit dran. So. Weil, erkläre ich gleich, warum. Wie gesagt, wir brauchen ja drei Stoffe, um jetzt quasi die blauen Pakete zu bauen. So. Das sollte reichen. Das heißt, ich lasse jetzt hier im Prinzip die, weiß ich nicht, die erweiterten Schaltkreise drauf fallen. Zum Beispiel. Und vielleicht, ja gut, ja genau, ich lasse die erweiterten Schaltkreise hier drauf fallen. Auf das andere Fließband kommen dann die Motoren und die elektrischen Erzförderer. So, dann haben wir nämlich im Prinzip dieses Problem schon mal gelöst und brauchen uns darum nicht mehr zu kümmern. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Ich müsste mir hier wieder so einen Teiler reinmachen. Kleinsten gemeinsamen Teiler. So, wo haben wir den denn? Brauche ich auch mal zwei. Könnte ich mir eigentlich auch automatisieren, das Ganze mittlerweile. Weil die braucht man ja doch auch ziemlich häufig in meiner Konstruktion hier. Okay, dann lassen wir auf das rechte Fließband, damit es einfacher ist für uns, lassen wir die roten, also die erweiterten Schaltkreise fallen. Genau, dann kommt hier ein Tunnel hin. Hier kommt ein Tunnel hin. Hier kommt ein Tunnel hin. Und wahrscheinlich habe ich jetzt, ja toll, wieder zu eng gebaut. Nochmal weg. Die kommen jetzt hier hin. So. 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 Warum ich das hier mache, das hat einfach eine Bewandtnis, weil ich möchte hier dann, wie man es hier schon angemerkt sieht, in den Blaupausen, möchte ich dann noch weitere Lanes hinmachen und deswegen habe ich mir diesen Platz schon mal vorgemerkt. So, wo haben wir jetzt, wo war jetzt meine Tunnelproduktion? Die war doch irgendwo hier vorne. Ist natürlich wieder mal am weitesten weggebaut. Und zwar sehr schlau. Na gut, nicht so wild. Zum Glück habe ich ja hier Beton hingemacht. Somit laufe ich ein bisschen schneller. Apropos Beton, das kann ich mir eigentlich nochmal abholen. Davon müsste ja mittlerweile genug produziert worden sein. Ich schau glatt mal. Hier in dieser Kiste liegen, ach, da liegen jede Menge Stacks Beton. Das ist aber sehr schön. So, dann kann ich nämlich hier mal pflastern gehen. So, dann gehen wir wieder nach drüben. Und dann könnte ich mir an dieser Stelle hier, wo ich ja schon damit angefangen habe, noch ein wenig mehr Fußweg schaffen. Dann machen wir das mal ein bisschen größer. Sonst müssen wir wieder so ewig laufen. So, mit diesem wunderbar eintönigen Geräusch einfach mal Pflaster legen. So. Huch, war klar, dass ich wieder mal weggeschubst werde. Ja, jetzt habe ich natürlich hier wieder. Entschuldigung, das muss natürlich ordentlich sein. Ansonsten geht das nicht klar. So, was haben wir hier? Hier mache ich das gleiche nochmal. Und da ist auch schon der Beton alle. Schade. Okay, wir können ja schon mal die roten. Entschuldigung. Die roten Fließbänder hier reinfallen lassen. Um die Kohle brauchen wir uns keine Gedanken machen, weil die prallen hier an diesem Tunnel ab und kommen nicht weiter. Genau. So, dann geht es hier weiter mit den Tunnels. So. Und dann möchte ich noch auf dieser Höhe die anderen Teile haben. Also den Motor und den elektrischen Erzförderer. Hier liegt wieder irgendwelches Gekrabbel im Weg rum. Das mag ich gar nicht, aber naja, gut, kann man jetzt immer nicht ändern. So. Okay, damit haben wir im Prinzip das hier schon mal geschaffen. Und jetzt kommt hier ein Teilerfließband dran. Habe ich keins mehr? Nein, habe ich nicht. Okay. So. Dieses kommt hier dran. Und das lässt das Zeug hier reinfallen. Genau. Somit wäre schon mal die Lane voll.
Und wir können jetzt im Prinzip die blauen, nicht die blauen Arme, jetzt war ich wieder mal schon zu weit. Nein, ich möchte die blauen Wissenschaftspakete hier produzieren lassen. So, hier müssen wir die anderen Greifarme noch dran machen, weil die müssen ja reinschmeißen. Und dann kommen lange Greifarme dran, die rausschmeißen. So. Gut, damit haben wir im Prinzip schon mal alles dafür getan, um blau zu produzieren. Blaue Wissenschaftspakete. Gut, dann stelle ich hier nochmal Strom hin. Das ist jetzt natürlich blöd, dass er nicht bis hierhin reicht. Na gut, es geht nicht anders. Da mal hin und dahin. Dann brauche ich nochmal zwei und stelle ich die noch auf die andere Seite. Das ist halt jetzt ein bisschen blöd, aber es geht nicht anders. So, haben wir wieder ein kleines Spinnennetz gebaut. Naja. Blau. Blau. Blau blüht der Enzian. Entschuldigung. Jo, okay. Gut, das haben wir. Jetzt wird hier feuchtfröhlich Blau-Wissenschaftspakete produziert. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was die Forschung im Allgemeinen da drüben noch macht. Weil, wie es mir aussieht, geht die gerade nicht weiter. Es könnte natürlich sein, dass die Rohstoffe jetzt, die noch verfügbar waren, alle aufgebraucht sind. Ich weiß es nicht. Ich gehe gerade mal schauen. Okay, was haben wir denn hier drüben? Lalalalala. Natürlich. Jetzt sind nur noch die roten übrig. Na toll. Das ist jetzt etwas blöd. Deswegen wird das jetzt hier alles einfach weggerissen. Kennt man nicht. Weg damit. So, und du schmeißt mir bitte den Trank nicht hier. Also das Fläschchen nicht da in den Dreck. Das mag ich nämlich nicht. So. Einmal alles weg, bitte. Hopp, hopp, hopp. Geh weg. Und dann haben wir diese Stromproduktion eingesammelt. Und ich muss hier dummerweise das Kabel wieder hinstellen, weil ich hier oben angefangen hatte mit Solarpanels und nicht weitergebaut habe. Weil ich gerade wichtigere Sachen zu tun hatte. Genau. So, dann räumen wir das hier noch beiseite. Lalalalala. So. Huch. Das wollte gerade nicht einsammeln. Genauso wie die Kiste. Weg damit. Weg hiermit. Und dann haben wir im Prinzip das alles umgeräumt. Ich sage sehr häufig im Prinzip. Das fällt mir auch selber auf. Ich versuche dran zu arbeiten. Dann gehen wir mal wieder hier rüber. Und machen die Forschung da unten auf. Eigentlich dürften die Fabriken hier unten auch schon genug produziert haben. Ja, das sieht sehr gut aus. Also von den blauen noch nicht. Aber der Rest ist ja eigentlich schon mal sehr gut. Ich habe jetzt auch hier an der Stelle keine Pufferkisten dran gemacht, weil jetzt, so wie es produziert wird, wird es auch verbraucht. Genau. Dann machen wir. Puh, wo stellen wir das denn mal hin? Ich würde sagen, hier so. Dann kommt dann hier ein Arm dran. Ja. Dann kommt hier der nächste. Ich mache das jetzt mal so. Das können wir ja noch gerade so abmessen. Ja. So. Das war klar. Ja, und so. Und mehr muss ich dann erstmal noch bauen. Dann kommen die Greifarme hier dran, weil, wie ich letztens gelernt habe, können diese Greifarme vom allerersten Forschungszentrum zum letzten durchreichen. Was sehr cool ist, was eine sehr tolle Neuerung ist, wie ich finde. Wo ich damals gespielt habe, gab es das noch nicht. Und das bringt verschiedene Vorteile mit sich. Also zum Beispiel, dass du halt eben nicht an jedem Forschungszentrum Fließband dranlängen musst, weil das ja auch maximal uncool ist. So, dann lasse ich hier die roten drauffallen. Einmal so. Und dann haben wir im Prinzip, dann haben wir schon mal die roten und die grünen Forschungspakete hier drauf. Wissenschaftspakete, Entschuldigung. Okay, dann könnten wir rein theoretisch direkt an dieses Teil anschließen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich würde gerne zwei Zufahrtsstraßen sozusagen machen. Ich baue dann auf der anderen Seite hier nochmal ein paar Forschungszentren hin und dann mache ich dann einfach nochmal von dem Teil hier eine zweite Zuführung. Also mache ich an dieser Stelle hier. Jetzt muss ich kurz überlegen, Entschuldigung. Wie machen wir das? Brauche nochmal Teil auf Fließband. Nein, ich habe natürlich wieder keine Ressourcen. Es ist immer dasselbe, ne?
Dann renne ich noch mal ganz kurz nach oben und hole mal noch ein paar Eisenplatten. Ich glaube, die Motorenproduktion muss ich noch mal ein Stückchen nach oben treiben, weil hier fällt so gut wie kein Motor raus. Das wiederum bedingt dann halt eben, dass hier unten die Produktion auch schläft. Also gut, hier liegen zwar noch ein paar. Schauen wir mal. Ich glaube, da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar mehr. Ich hätte auch ganz gerne hier irgendwo mal eine Kiste, die mir so ein bisschen Eisen abzwackt. Da bräuchte ich mal einen filternden Greifarm. Den stelle ich dahin. Und eine Kiste, weil dann kann ich mir jederzeit ein bisschen Eisen von hier holen. Weil Eisen braucht man ja sowieso ständig. Ich stelle es mal 2 Zentimeter weiter rüber, dann kriege ich wenigstens auch noch den Strom von dem Masten hier. Das wäre sehr sinnvoll. So. Gut, filternder Greifarm. Filternder Greifarm besorgt mir Eisenplatten. Und bitte so viel wie geht. Brauche ich. Okay, ich habe auch noch jede Menge Stein im Inventar. Auch von dem ganzen anderen Krabbel habe ich eigentlich noch genügend im Inventar. Macht aber nichts. Passt schon. Ich lasse jetzt hier mal noch die. Boah. Drei Motoren reinfallen, damit die weg sind. Genauso wie diese Dinger. Und hier unten in die Forschungszentren stecke ich dann schon mal diese Dinger und diese Dinger rein. Um den Strom könnte ich mich ja eigentlich auch schon mal kümmern, ne? Das ist richtig. Stell mal einen hier hin. Ey, das passt ja sogar. Sehr, sehr cool. So. Ja, genau. Das passt sehr gut. Ja, natürlich gehen mir die Strommasten aus. Shit. Okay, weiter geht's. Hier. Einen hier hin und dann kommt nochmal einer mitten ins Gemüse. So. Und schon geht unsere Forschung weiter. Fast, wenn ich hier mal noch einen Greifarm dran stellen würde. Es macht mich schwach. Das habe ich natürlich wieder nicht nah genug rangebaut. Ach Mann. Na gut, nee, halt, den hätte ich eigentlich stehen lassen können. Okay. Dann stellen wir den so hin und dann haben wir das Problem auch gelöst. Jetzt haben die natürlich wieder keinen Strom. Das ist doch. Nee. Und ich dachte, es passt so schön, ne? Aber nein, es passt natürlich nicht. Es hätte ja auch mal einfach gehen können. Aber nee. Gut, okay. Aber wie man jetzt sieht, reichen die schön die Pakete durch. Außer jetzt hier die grünen, weil dann müssten diese Greifarme andersrum sein. Beziehungsweise könnte ich jetzt hier noch ein paar andere Greifarme dran machen. Mache ich gleich. So. Okay. Greifarme. Habe ich jetzt keine Greifarme mehr im Inventar? Das ist ja, dass ich das noch erleben darf. Keine Greifarme mehr. Na gut. Dann gehe ich nochmal nach oben und hole mir nochmal ein paar. Wo waren die jetzt? Greifarme liegen. Sind das hier Greifarme? Ich glaube, ne? Sieht gut aus. Ja, das sind Greifarme. Dann nehmen wir mal ein paar mit. Wenn wir einmal hier oben sind, können wir auch gleich ein paar Eisenplatten mitnehmen. Oh, der filternde Greifarm, der ist so schnell, dass hier hinten nichts mehr ankommt. Das ist schlecht. Naja, ich weiß, wie es ist. Okay, ich bräuchte hier nur noch ein bisschen Beton, damit ich hier schneller laufen kann. Das geht mir nämlich ein bisschen auf den Zeiger. Okay, dann machen wir die Greifarme noch so rum. Das reicht eigentlich schon, weil dann werden die jetzt hier rüber noch gemacht, ne? So, wie man sieht, funktioniert das 1A mit dem Hin- und Herschubsen. Das kann ich eigentlich auch. Ne, den lasse ich so rum, weil ich mache ja hier das andere Fließband dran. Jetzt sehe ich aber gerade, dass der Turm im Weg steht. Der Strommast, nicht Turm. Blödsinn. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Kein Thema. Genau. So, jetzt wollte ich Fliege. Ja, jetzt nicht. Genau. Jetzt stellen wir hier ein Teilerfließband dran. Genau. Das schmeißt mir den Kram darunter. Und dann einmal geradeaus. Dann kommt hier der Tunnel hin. Ach, es passt eigentlich perfekt. Das ist ja super. So, bis dahin. Und hier kommen dann die nächsten Forschungszentren dran. Gut, dann kommt hier ein Greiferli.
Und an dieser Stelle das Fließband für die blauen. So. Nein, das Fließband für die blauen kommt hier nicht hin, weil ich kein Fließband mehr habe. Gib mal ein bisschen her hier. So, brauchst du eh gerade nicht. Rein damit. Jetzt habe ich hier ein paar von den Forschungspaketen weggekrabbelt. So, jetzt sind die auch wieder weg. Okay. Das hätten wir. Sehr gut. Ja, damit haben wir diese Produktion auch. Jetzt kann ich rein theoretisch meinen eigentlichen Plan, wollte ich diese Montagebänder nach hier links ausweiten, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich das nach rechts mache. Dann kann ich hier die Reihe an Fließbändern wieder wegmachen, die dann unnötig sind. So, einmal weg damit. Genau, und wie man sieht, landen die flauen Forschungspäckchen, genau. Hi, Team. Na, alle Dude bei dir? Ich habe dich zum Mod gemacht. Hast du das vielleicht schon gesehen? Aber ich hoffe mal, dass es funktioniert. Ich weiß es nicht. Genau, also die blauen Pakete landen jetzt auf beiden Bändern, so wie das gewollt war. Gut, jetzt können wir ein paar. Du hast keinen Mod. Ich habe dir aber eigentlich einen Mod gegeben. Ich guck gerade mal. Moment. Geht sofort weiter. Das ist eigentlich bei Moderation. Und Moment, Berechtigung. Personen, die den Kanal verwalten können. Eigentlich habe ich dir das gegeben. Ich gucke dann nachher nochmal nach dem Stream. Ne? Joa. Wie gesagt, eigentlich habe ich dir die Rechte eingeräumt. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Schauen wir mal. Ja, das dachte ich eigentlich auch. Also eigentlich müsstest du so ein kleines Schwertchen davor haben als Symbol. Ja, wie gesagt, ich gucke nachher mal. Kriegen wir alles auf die Reihe. Vielleicht habe ich das auch irgendwo falsch eingetragen jetzt. Und es hat jemand Falsches mit deinem gleichen Namen Rechte. Das wäre nicht gut. Schauen wir mal. Okay, Produktion läuft jetzt. So, wer stört? Moment. Ah ja. Okay. Das funktioniert hier. Zum Lurken bist du da? Okay, kein Problem. Gerade gesehen, dass Sophia auch gerade live gegangen ist. Von daher gar nicht mitbekommen, dass sie heute irgendwie streamen wollte. Naja. Andere Zielgruppe. Ich habe keine Brüste. Tut mir leid. Und ich arbeite auch nicht dran. Doch, du musst drei jetzt gleichzeitig gucken. Also, da bleibt dir jetzt nichts anderes übrig. Du musst dir auf deinem Monitor vier Bereiche machen. Auf einem kannst du dir vielleicht noch ein kleines Spiel machen und auf anderen dreien musst du dann Streams verfolgen. Tut mir leid, aber da bleibt jetzt nichts anderes übrig. Das ist jetzt nun mal so, ne? Ist Fakt. Tja. Okay, was wollte ich jetzt machen? Jo, das haben wir. Das haben wir. Jetzt müssten wir rein theoretisch als nächstes diese Dinger angehen. Und dafür. Du musst eine Hochzeitsrede vorbereiten. Okay, du Armer. Du tust mir ein bisschen leid. Geschütztürme. Da brauche ich gar nicht mal so viel. Die sind ja eigentlich relativ easy zu bauen. Gucke ich doch glatt mal. Die könnten wir eigentlich hier hinten mit hinstellen. Aber ich hole jetzt erstmal Beton. So, weil Beton ist wichtig. Damit wir mal ein bisschen schneller vorankommen hier. Weiß gar nicht, gibt es mittlerweile eigentlich was Schnelleres als Beton, wo man noch schneller draufläuft? Wir haben 140%, 140, 150. Veredelter Beton. Veredelter Beton. Was es alles gibt. Okay, den nehme ich mir auf jeden Fall wieder mit. So. Und dann nehme ich einmal schon in die Hand. Okay. Und dann einmal nach hier unten und dann ein bisschen ausbauen, damit wir hier unten schneller vorwärts kommen. So.
Wie ein Maschinengewehr. Schön. Also nicht das Maschinengewehr, das ist jetzt schön, sondern dass jetzt hier endlich schneller laufen kann. Das finde ich großartig. Okay, dann einmal nach oben. Hopp. Okay, das haben wir. Da. Das ging schnell. Mäh, schade. Na gut, okay, ich brauche jetzt nochmal Fließbänders. Ich lasse mal hier ein bisschen Platz. Und ich hätte ganz gerne einen Flammenwerfer, das habe ich schon mal gesagt. Ich hätte trotzdem immer noch gerne einen Flammenwerfer. Oh, meine Forschung ist fertig, das ist aber schön. Das freut mich. Dann mache ich das. Moment mal. Ich brauche ja beides. Ist okay. Dann machen wir das so. Und wir holen nochmal ein paar Teilerbänder. So. Also eins, um genau zu sein. Ist jetzt hier kein Paar, aber naja, passt schon. So. Einmal nach oben bitte. Und du auch. Dann stellen wir hier eine Montageeinheit hin, die wiederum produziert mir Geschütztürme. Geschütztürme. So. Rein damit. Und dann brauchen wir auf der anderen Seite noch Zahnräder. Genau. Richtig geraden. Dann kommt hier ein Fließbändli dran. Auf der Seite auch. Und der schmeißt mir hier ein bisschen was raus. Nämlich fertige Geschütztürme. Es wird nur ein bisschen frickelig hier unten, weil je weiter ich das hier hinten auseinanderbaue, umso weiter rüber hier kommen. Ja, das kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Kein Thema. So, okay. Jetzt brauche ich noch, was waren das? Zahnräder, ne? Zahnräder, genau. Die liegen hier unten netterweise. Ich muss mir echt mal, ich baue mir mal so einen ganzen Stack hier von Teilerfließbändern. So. Einmal dahin, einmal dahin. Und dann auf die linke Seite. Zahnräder. So. Dann kommt hier das Fließband hin, da auch eins. Ja, genau, das habe ich überall so gemacht, das passt. Und dann diesen hier. Und dann landet genau das, was ich brauche, auf der Seite. Das ist sehr schön. Und jetzt brauche ich noch ein paar Strommasten. Sonst haben wir nämlich keinen Strom. Hätten wir eigentlich auch mal einen Stack machen können. Ich glaube, früher oder später gehe ich dann eh dazu über und werde alles automatisieren. Macht Sinn. Okay, jetzt werden hier Türmchen produziert. Sehr schön. Okay, Tunnel. Damit wir diesen Rahmen wieder hier loswerden. Einmal nach unten bitte. Nee, so geht's nicht. Ist der Abstand ein bisschen anders. Ja, mach mal, mach mal. Guten Hunger wünsche ich dir, ne? So. Und dann Fließbänder von... war ist das richtig? Jo. Ach. Wieder alle. Die liegen hier rum. Da oben kommt so gut wie kein Eisen mehr an. Es ist alles alle. Der fiese Greifarm hier. Nee, wo ist denn das Problem jetzt? Wird denn hier vorne irgendwo was verbraten? Hä? Seltsam. Wo genau wird denn jetzt hier zu viel weggegrabbelt? Das muss ja dann hier vorne irgendwo sein. Ach, hier bei den Fließbändern wahrscheinlich, ne? Nee, eigentlich nicht. Hier kommt schon nicht so viel an. Also eigentlich müsste das Fließband immer voll sein. Aber hier wird so viel für die Zahnräder weggemopst. Und die brauche ich ja auch jede Menge davon, wenn ich das hier richtig sehe. Ja gut, aber das Fließband ist auch gleich wieder voll. Das ist alles gut. Alles gut. Trotzdem kommt hier nicht mehr sehr viel Eisen an. Das finde ich schade. Aber es liegt auch nur daran, weil ich mir wieder Fließbänder runtergekrabbelt habe. Das heißt, sobald ich mir irgendwas, was ich brauche, runterhole von dem Fließband, nicht was ihr denkt,
Kommt hier weniger Eisen an. Was auch irgendwo Sinn macht, ne? Ja. Was sagt denn mir diese Kiste? Die ist wahrscheinlich voll, ne? Hat drei Stacks. So wie ich das gewollt habe. Das ist okay. Gut, dann muss ich irgendwie nochmal was an dieser Produktion machen. Weil hier kommt ja echt nichts mehr an. Das ist ja so gut wie gar nichts. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Ich mache jetzt erstmal hier diese noch fertig. So. Einmal noch hier rüber, bitte. Das wird jetzt auch wieder dazu führen, dass wir gleich wieder ein bisschen weniger Eisen auf dem Band haben. Weil ja die kurze Strecke nachproduziert werden muss. Am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Wird es wahrscheinlich, dass ich auf einem Fließband komplett nur Eisenplatten und auf einem anderen Fließband komplett nur Kupferplatten haben darf. So wie ich das jetzt hier schon sehe. Und da muss ich das alles nochmal umbauen. Na, Halleluja. So viel Spaß und keiner lacht. Ja. So, okay. Das haben wir, das haben wir. Dann einmal so. Dann kommen jetzt auch hier die, was war das doch gleich? Ah, Geschütztürme, genau. Die Geschütztürme kommen jetzt hier an. Aber das dauert halt auch wieder, bis die produziert werden, ne? Ich gucke jetzt erstmal nach dem Eisen. Also hier kommt ja echt gar nichts mehr an. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber das alles nur, weil der hier vorne halt so viel wegkrabbelt, wie es scheint, ne? Sieht eigentlich ganz gut aus, soweit, ne? Oder haben wir Probleme mit dem Strom? Haben wir auch nicht. Seltsam. Naja, gut. Ich habe ja zum Glück noch zwei Förderer in der Tasche. Dann stelle ich die mal glatt dahin. Okay, dann diesen Strommast nochmal um eins versetzen, damit hier noch was ankommt. Und ein Fließband dran. Okay. So, jetzt müsste eigentlich rein theoretisch wieder genügend ankommen, dass das Fließband immer komplett voll ist. Werden wir gleich sehen. Das dürfte sich ja nur um Sekunden handeln, wo der jetzt hier das Fließband vollstopft. Na, derzeit kann ich mal aussippeln. Jetzt wird auf jeden Fall das Fließband wieder voll mit Eisen. Das ist schon mal gutes Zeichen. Aber ich glaube, dann brauche ich noch einen Ofen mehr, weil hier unten auf dem Fließband ist immer noch mal eine Lücke. Jetzt wollte ich das auf dem Monitor zeigen. Macht ja gar keinen Sinn. Das seht ihr ja gar nicht. ja. Gut. Dann machen wir das. Stellen wir hier noch mal eine Kiste dran. An den Laden. Da. Da. Und dann brauchen wir Stromtiere. Machen wir hier hin. So. Genau, dann haben wir einen Ofen mehr und jetzt müsste rein theoretisch das Band voller werden. Das werden wir jetzt gleich sehen. Das dürfte jetzt auch nur wieder Sekunden dauern. Oben das Band wird jetzt langsam voll. Das ist schon mal sehr gut. So war es gewollt. Ja, und jetzt ist das Band voller. Jetzt ist zwar immer noch eine Lücke da, aber ich glaube, die können wir schließen, wenn wir noch einen Ofen hinstellen. Ja, einen brauchen wir noch. Da kommt noch einer hin. Passt auch nur noch einer hierher. Das wird echt, oh, das wird echt knapp, wenn ich das so sehe. Hui. Ja, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich noch mal ein extra Band für Kupfer brauche. Das wird sonst nichts hier. Schade. War eine gute Idee, aber offenbar nicht realisierbar, so wie ich es mir gedacht habe. Das zeigt sich aber jetzt erst, ne?
Auf jeden Fall ist das Band jetzt hier relativ voll, was sehr schön ist. Jetzt schaue ich gerade nochmal, wie das hier aussieht. Rein theoretisch müsste es jetzt ganz voll sein, ohne Unterbrechung. Ja. Genau. Jetzt ist da keine Unterbrechung mehr drin. Und das wird sehr schön aufgefüllt. Alles gut. Okay, dann schauen wir mal glatt hier runter. Ich nehme mir nochmal ein bisschen Beton mit. Wenn ich einmal da bin. Dann kann ich nämlich hier nochmal schön pflastern. Aber hier ist ja schon ordentlich ausgedünnt. Also hier vorne wird gut Zeug wegproduziert, wie scheint. Ja, das könnte jetzt hier an den Grünen liegen, ne? Ja, wenn ich das dann jetzt wirklich so betrachte, das Eisen wird nicht reichen. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall wird das Eisen reichen. Weil jetzt produziert ja nur eine Fabrik hier, ne? Also die anderen, die langweilen sich ja. Mehr oder weniger. Sieht man ja auch hier, also das Band. Moment, ich lege mal den Beton ab. Also man sieht es halt hier. Das produziert, ja gut, produzieren die oberen beiden. Der scheint hier immer noch ein bisschen was nach oben zu legen. Aber es wird halt nicht voll, das Band, auf keinen Fall. Können aber auch mit irgendwas jetzt hier hinten noch zu tun haben, dass noch irgendwelche Wissenschaftspakete oder so produziert werden. Ja, ich sehe, dass ich was forschen muss. Mache ich sofort. Ich muss noch gerade mal schauen, was hier unten jetzt ist. Aber hier wird eigentlich bis auf die blauen wird hier auch nichts produziert. Und die blauen werden auch deshalb gerade nicht produziert, weil keine Motoren da sind. Das könnte aber sein, dadurch, dass wir für die roten, glaube ich, wieder die grünen brauchen. Also für die roten Schaltkreise brauchen wir, glaube ich, die grünen Schaltkreise. Ich werde gerade mal schauen, nicht, dass ich hier Mist erzähle. Genau, brauchen wir die grünen Schaltkreise und solange da unten noch produziert wird, wird das immer zum Ausfall kommen. Also werden wir immer einen Engpass an den grünen Schaltkreisen haben. So, der Motor hier, der Geschützturm, der braucht keine Schaltkreise. Aber hier der, genau, die Erzförderer brauchen sie. Genau. Und dadurch, dass die jetzt wieder nachproduziert werden, weil sie ja auch verbraucht werden. Nee, Quatsch, das sind die Motoren. Nee, hier sind die Motoren. Und die Motoren brauchen die Dinger nicht, aber die Erzförderer, genau. Die Erzförderer fallen. Wo fallen die jetzt nochmal hin? Hier. Nee, wo fallen die hin? Hä? Hier auf das Band. Okay, da habe ich mich verguckt. Entschuldigung. Die fallen hier drauf, aber hier das Band ist auch noch. Also hier ist noch eine kleine Engpasslücke. Deswegen, genau. Das ist jetzt genau der Grund, warum wir hier so einen hohen Verlust gerade haben. Verlust in Anführungsstrichen, ne? Ist ja ein hausgemachtes Problem, wenn man es so sieht. Okay. Dann pflanze ich hier mal noch ein bisschen Beton hin, damit ich wieder schneller laufen kann. So, das machen wir mal so. Okay. Dann haben wir schon mal ein bisschen vorgesorgt. Ich glaube, hier unten war ja auch noch. Wo war das? Hier. Ne, das ist aber eigentlich gut. Das reicht. Ja, das reicht. Da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Da habe ich andere Sachen. Forschung nämlich. Forschung ist wichtig. Die müssen wir jetzt machen. Forschung mache ich nicht, weil mir dafür die blauen fehlen. Und für die blauen muss ich hier mehr Motoren produzieren. Also gehen wir nach oben und produzieren mehr Motoren. Genau. Weil die jetzt gerade wichtig geworden sind, scheinbar. Und da fällt nicht allzu viel aufs Band, weil die auch sehr, sehr lange brauchen, bis sie produziert werden. Okay. Dann stellen wir hier mal eine Fabrik hin. Ja, ich weiß, die Dinger heißen Montageeinheit, aber ich nenne sie immer Fabrik, weil es für mich eine Fabrik ist. Eine Fabrik in der Fabrik sozusagen. So. Okay. Dann halt, verkehrt rum. Bis dahin. Bis dahin. Und einmal bitte bis nach hier oben liefern. So. Dann bau mir doch mal bitte Motoren. Wo sind sie denn? Da. Einmal Motoren, bitte. Genau. An alle, die neu eingeschaltet haben, ich wünsche einen sehr schönen guten Abend. Danke fürs Einschalten. Wie geht es euch? Schreibt doch mal gerne in den Chat, wenn ihr mögt. Ich weiß nicht, ich kratz nur. Also, ne? Egal. so. Okay. Hier kommt wirklich kein Eisen mehr an. Das ist echt schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht.
Jetzt muss ich das wirklich nochmal umbauen. Ich will nicht. Ich will das nicht umbauen. Oh, ich muss. Schlecht. Wo wird denn jetzt hier was abgezwackt? Wo kommen denn hier. Wer ist jetzt hier verantwortlich dafür, dass wir nichts mehr an Eisen da haben? Das verstehe ich gerade nicht. Hier wird kein Eisen verbraucht, so wirklich. Aber der schmeißt die ganze Zeit was aufs Band. Hä? Verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Das ist mir echtes Rätsel. Teilerfließband, der. War eigentlich alles richtig. Und hier ist eigentlich auch alles richtig. Bevorzugten Eingang kann ich natürlich nochmal nach links machen, aber das macht jetzt keinen Unterschied. Weil der ist immer noch im Rotieren. Oder es bedeutet einfach nur, dass der die Teile durchjagt. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich jetzt gerade nicht. Sieht zumindest so aus, ne? Genau. Hier kommt halt echt kein Eisen mehr an. Das ist wirklich alle hier hinten. Das ist mega schlecht. Shit. Ja, was machen wir da nun? Was machen wir da nun? Ich meine, es bleibt nichts anderes übrig, außer jetzt da noch ein zweites Fließband hinzuballern. Weil. Also ich muss es jetzt machen, ansonsten komme ich echt später in Probleme. Ich meine, es sind ja jetzt schon Probleme da. Und die werden nicht besser. Die werden echt nicht besser, diese Probleme. Das heißt, ich mache es jetzt am besten. Ich muss nur gucken, wie ich es jetzt am besten mache. Weil das hier echt sonst problematisch wird. Das wird jetzt wirklich massiv problematisch. Ja gut, nicht lang quatschen, anfangen. Machen. Ich bin ein Macher, nicht ein Quatscher. Also, packen wir es an. Stellen wir schon mal den Strommast hier um, weil der ist sonst im Weg. Ich mache das Fließband nach hier oben, da habe ich wenigstens nicht ganz so viele Probleme. So, erstmal alles weg hier, was nicht gebraucht wird. Ja, ich räume die Stromkabel ab, das ist mir schon bewusst, obwohl ich die brauche. Aber sie sind jetzt im Weg. So, Lampe, die brauche ich auch gerade nicht. Ich hole mir mal große Strommasten, damit ich hier ein bisschen Distanz überbrücken kann. Wo ist denn jetzt hier mal? Hallo? Okay. Da hinein. So, dann haben wir hier schon mal gar kein Problem mehr, weil da ist jetzt schon wieder connected. So, der kriegt jetzt auch wieder Strom. Und dann haben wir hier drüben schon mal etwas besser versorgt. Hier unten ist jetzt noch kein Strom, weil der noch keinen Strommasten hat. Dann räume ich den mal weg, den kleineren, und stelle einen großen dran. Nein, das macht keinen Sinn, weil da nicht viel reinkommt. Ach, das hätte ich mir sparen können. Shit. So, dann machen wir den. Das ist jetzt ernsthaft? Wie ich in einem Feld? Na gut. So, passt's wieder. Dann brauchen wir hier noch einen. Ja, stelle ich mal einen kleinen hin, das ist jetzt egal. Obwohl, nee, lass den wegräumen, stellen einen anderen hin. So, den da. Jetzt passt das wieder. Sehr schön. Jetzt haben wir hier ein Problem. Der muss weg. Der kann bleiben. Der hat jetzt keinen Strom mehr. Egal, kriegt einen kleinen Strommast. Stellen wir hier hin. Hier steht er nicht im Weg. Gut, passt. Okay, der Strommast muss woanders hin. Sehe ich gerade. Der steht ansonsten im Weg. Hier hin mit dir. Alles gut, passt. Frage mich zwar, warum die kleinen Strommasten nicht auf die großen Strommasten connecten können, aber es ist rumgenommen. Sei es drum. Der hier steht im Weg. Du musst ein Feld weichen. So, bitteschön. Weg mit dir. Genauso wie du. Eins nach oben. Und der hier auch. Weg mit dir. Dahin. Okay. Das ist schon mal ein Anfang. Anfang. Nicht mal reden. So, okay. Hätten wir. Dann besorgen wir uns jetzt ein paar Fließbänder, die hier wieder zu Genüge auf dem Fließband liegen. Nein, nicht die Dinge, sondern die. So, einmal her damit. Okay. Jetzt versuche ich das irgendwie da runter zu krabbeln. Das wird jetzt echt problematisch. Na naja, gut, kriegen wir alles auf die Reihe.
Hier fehlt Strom. Das ist nicht gut. Macht aber gerade auch keinen Unterschied, weil die Tunnels brauche ich gerade nicht. Aber stelle ich den dahin, dann kann der auch weiterhin Tunnels produzieren. Das reicht. Okay, zurück zum Glück. Jetzt, wo sind denn die Fließbänder? Da. Okay, fangen wir hier schon mal an. So. Einmal bis ganz rüberziehen. Muss die ganzen Öfen natürlich auch alle umstellen, was jetzt ein bisschen blöd ist. Aber ich glaube, ich mache. Ja, ich mache es anders. Machen wir so. Machen wir so. Reißen hier die Kollegen weg, weil hier muss ich nicht allzu viel wegreißen. So. Weg mit dir. Dann reiße ich hier die erstmal weg. Ansonsten produzieren die mir hier noch für den Dreck. So. Weg damit. Weg damit. Shit. Das war ja klar. Das Inventar ist voll, das Inventar ist voll. Dann kommt hier fein das Kupfer rein und weg ist das Kupfer. Dann kommt hier fein das Kupfer rein. Und es reimt sich, und was sich reimt, ist gut. So, die Kiste ist natürlich voll, genauso wie mein Inventar. Es ist voll mit irgendwelchem Scheiß, hätte ich beinahe gesagt. Aber es ist ja kein Scheiß, wir brauchen es ja alles. So, war jetzt noch Platz in der Kiste? Ja, ein bisschen. Kriegen wir noch halt was rein. Okay. Hinein mit dir. Da. Jetzt habe ich mich verguckt. Habe ich noch eine große Kiste in der Tasche? Nein, habe ich nicht. Aber ich. Achso, ich habe ja die jetzt. Die ist ja jetzt leer. Jetzt war ich gerade ein bisschen durch. Gut. Her damit. Einmal speichern. Das ist sehr schön. Dann passiert nicht das gleiche wie bei Two Point Hospital, was in letzter Zeit sehr häufig abgestürzt ist, was sehr ärgerlich war. Spielt halt gerade so ein Stückchen und auf einmal sagt das Spiel, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das ist nicht nett. Das ist echt nicht nett. Aber kann man nicht ändern. Ich glaube, das Problem wurde heute behoben. Dadurch, dass ja der Entwickler gesagt hat, hey, wir entfernen den Nuvo DRM-Schutz und der könnte ein Problem gewesen sein, warum das Spiel immer abgestürzt ist. Weiß ich noch nicht, werden wir eventuell am ich habe jetzt den Streamplan geändert. Ich habe jetzt gerade die geänderten Daten nicht im Kopf. Ich glaube am. Moment, ich gucke gerade mal. Entschuldigung, geht sofort weiter. Ich glaube am Freitag oder Samstag. Samstag, genau. Ich glaube am Samstag schauen wir mal. Genau. Gut. Jetzt habe ich mich gerade selber gehört. Entschuldigung. Okay, weiter geht's. Samstag, genau. Samstag spielen wir wieder Two Point Hospital. Vielleicht auch ein wenig eher als jetzt unten in der Kanalbeschreibung steht, weil Samstag ist ja immer so ein Tag, wo man auch mal ein bisschen eher anfangen kann, rein theoretisch, ne? Genau, aber das werden wir sehen, wenn es dann soweit ist. Beziehungsweise werdet ihr das sehen, ob ich dann soweit bin. Genau. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir grabbeln jetzt das Metalleisen nach hier oben. So machen wir das. Jetzt gucke ich gerade, warum kommt hier nichts mehr an? Weil die haben keinen Strom mehr. Aber die haben eigentlich noch Strom. Ach nee, die bekommen von unten keinen mehr, weil unten ist ja die Stromproduktion. Also wir haben ja hier unsere Stromproduktion. Und die werden jetzt aktuell nur aus den paar Solarpanelen hier gespeist. Was ein bisschen wenig Strom ist, wenn wir mal ehrlich, weil da oben stehen gerade mal, ich glaube, 9 oder so. So, jetzt geht es unseren Erzförderern wieder gut. Jetzt haben sie wieder viel Strom. Jetzt dürfen sie wieder im Dreck wühlen. Sehr schön. Okay, ich könnte ja mal gucken, was ich noch forschen könnte in der Zeit. Aber wie gesagt, hier ist eigentlich gerade nichts zum Forschen da, weil ich ja hier umbaue. Okay, dann machen wir jetzt hier noch eine zweite Reihe Fließbänder hin. Und zwar diese hier. Ja, da fällt dann Kupfer drauf. Das lasse ich bis hierhin, damit es nicht ganz so schäbig aussieht. So. Und dann fangen wir mit den Öfen an. So. Ne, Moment. Kiste. Kiste. Hier kommt die Kiste hin. Das sind jetzt die falschen Kisten. Ach, es ist ein Kreuz. Muss ich das wieder alles umräumen? Ja, gut. Und sonst so? Alles gut. Es macht Spaß, Kisten umzuräumen. Es macht verdammt viel Spaß.
Ja, das ist, das kann man stundenlang machen, aber man ist immer noch nicht fertig, ne? Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt auch richtig hingestellt. Ich mache gleich mal Greifarme dran, nicht, dass ich jetzt hier Scheiße baue. So. Gut, passt. Alles schön. Weiter geht's. Kisten leer räumen. Yay. Da rein. Jetzt war ich gerade perplex, wo die Kiste hin ist, die ich gerade hingestellt habe. Aber das war die zweite, die ich gerade nicht gesehen habe. So. Einmal leer machen. Mit Steuerungstaste kann man sehr gut die Kisten, also beziehungsweise kann man mehrere Stacks nehmen, so viel wie man ins Inventar reinbekommt. Das ist sehr gut. Also hier einmal Steuerung nebenbei gedrückt halten und dann nimmt er den ganzen Sack voll raus aus den Kisten. So, einmal leer machen bitte. Einmal voll machen bitte. Und noch einmal leer machen. Und voll machen. Gut, dann haben wir wieder eine große Kiste. Die kommt jetzt hier hin. Und diese wird geleert. Da ist zum Glück nicht ganz so viel drin. Komm her. Und dann so. Es wäre schön, bei Minecraft gibt es eine Modifikation, wo du die Kisten abschließen kannst. Es wäre schön, wenn es hier sowas auch gäbe. Gibt es, glaube ich, aber nicht. Weiß ich nicht. Könnte sein. Und ich sehe gerade, dass ich hier noch ein paar Geschwindigkeitsmodule und ein Produktivitätsmodul drin habe. Warum habe ich die noch nicht benutzt? Das ist eine gute Frage. Die gilt es zu klären. Später. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Damit hier auch mal ein bisschen Rambazamba aufs Band kommt, bla, machen wir diesen. Dann werden beide Seiten vom Fließband vollgestopft. Was schon mal sehr gut ist, weil dann wird hier hinten fleißig weiter produziert. Und wir können dann im Notfall hinten noch Öfen dran stellen. Entschuldigung. Genau. So, greifi. Und ein paar Öfen. Öfen. Na, steht wieder Strommast im Weg. So, jetzt haben sie wieder keinen Strom da oben. Ach, das tut mir aber auch leid, dass ihr keinen Strom mehr habt. Gut, da habe ich wenigstens noch einen Ofen auf Reserve. Den hatte ich noch im Inventar gehabt. Das ist sehr schön. So, einmal dahin mit dir. Jetzt sehe ich gerade, dass ich den hier hin machen muss. So. Jetzt müsste eigentlich die Lampe angehen. Oder wird schon wieder Tag? Müsste eigentlich mal so eine Anzeige geben, wie spät es ist. Das wäre mal sehr schön. Gibt es aber leider nicht. Glaube ich zumindest. So, dann lassen wir hier diese Öfen so, wieder volllaufen. Mit Zeug. Das sind die falschen Strommasten. Ich brauche die großen. Da habe ich jetzt natürlich keine Kupferplatten im Inventar. Das ist ja ärgerlich. Schade, dass hier keine Kupferplatten mehr sind. Nirgendwo auf diesem ganzen Kartenrund sind keine Kupferplatten mehr. Ärgerlich, ärgerlich. So. Einmal so, bitteschön. Dann könnte ich eigentlich hier dieses Spinnennetz hier oben auch nochmal entwirren, indem ich da nochmal große Masten dran stelle. Ups, ich muss mal gerade mal nicht umsetzen. So. Sonst schläft mir noch das Bein ein. Das ist nicht gut. Schlafendes Bein muss man nämlich immer aufwecken. So, das läuft. Okay, den reiße ich weg, weil ich den nicht mag. Den reiße ich weg, weil ich ihn nicht mag. Den auch. Und stelle dafür diesen Kollegen hier hin. Ja, es macht viel Sinn, weil ich räume jetzt etwas auf hier. Hier kommt dann der nächste hin und dann kommt da noch mal ein Türmchen. Greiferchen. So. Dann stellen wir hier einen hin. Ah, das ist natürlich jetzt wieder blöd. Das müsste doch eigentlich passen, ne? Ist doch auf derselben Höhe. Na gut, das ist einfach nur verkehrt rum. Sei es wie es ist. So, der kann weg. Dafür kommen nochmal ein paar große hier hin. Und zwar einer hier hin. Ah, jetzt hat er sich auch rumgedreht. Jetzt sieht das nicht mehr ganz so bescheiden aus. Entschuldigung. So. Weg damit. Dann kommt der noch weg. Und der hier kommt noch weg. Okay, dann stellen wir einen hier hin, einen hier hin, einen hier hin. Und der letzte hinten kommt über diesen Strommast Strom. Das passt schon mal sehr gut. Dann kommt einer. Ja, gut, dahin.
Obwohl, ne, brauche ich gar nicht, sehe ich gerade, weil die anderen von hier drüben speisen diese Arme mit. Alles gut, da brauchen wir keine mehr. Sehr gut. Dann stelle ich den nächsten da oben, die Greifarme gefallen, nochmal. Ich bin ja immer so einer, der es gerne symmetrisch hätte. Und da sieht das jetzt hier schon wieder kacke aus, weil die Greifarme hier oben nicht verkehrt rumstehen. Ja, so viel Zeit muss sein, tut mir leid. Bekloppt, aber. Ach, hier geht's wieder nicht. Ich lasse es. Ich leck mich am Ärmel. Dann kommst du halt wieder dahin. So. Unfassbar. Was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Wie sieht denn das aus? Das ist ja. Das geht gar nicht. Weg mit dir. Weg mit dir. Du kommst auch weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. So, haben wir hier schon mal an den Strommasten gespart. Stellen wir einen. Dahin. Den nächsten. Dahin. Und schon sind da weniger Strommasten. Es sieht nicht mehr ganz so spinnennetzartig aus. So, hier unten, die haben jetzt aktuell noch kein Kupferli. Machen wir sofort, indem wir ein paar Fließbänder dahin stopfen. So, oder? Und dann haben wir hier auch was zu tun. Gut. Einmal so. Dann geht das auch. Dann läuft hier genügend in die Öfen rein. Es macht zwar, wie gesagt, aktuell nicht so viel Sinn, weil wir hier keine Probleme mit dem Kupferplatten haben. Soll aber später noch kommen. Also, ich glaube, mich zu erinnern, dass Kupfer dann auch irgendwann sehr, sehr, sehr schnell alle wird. In diesem Sinne machen wir das so. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und ich lege jetzt hier nochmal ein bisschen Beton aus. Ja, nicht wieder wegschuppen, sonst kommt das hier wieder schräg. Mal durch. Wow. So. Dahin. Gut, jetzt haben wir das wieder schön angeschlossen. Jetzt sieht das wieder hübsch aus. Okay, dann hier hinten. Na, ist das alles gut soweit? Was? Das hat sich ja voll gelohnt. Das hat sich voll gelohnt. Wow. Was habe ich denn hier eigentlich noch hingestellt? Ach so, ist nur eine Blaupause. Okay, das passt. Alles gut. Tunnel brauche ich gerade nicht. Jetzt müsste ich mich um die Weiterführung der Fließbänder kümmern. Die gehen aktuell bis dahin. Ja. Das wird problematisch. Das wird echt problematisch. Gib mir mal einen Moment. Ich muss gerade überlegen, wie ich das jetzt hier mache. Ich glaube, am besten ist, wenn ich hier die untere Reihe an Fabriken wegnehme. Und die eins weiter nach oben stelle. Weil das ansonsten echt hässlich hier wird. So. Fließbänder wollten hier produziert werden. Fließbänder sind hier. So, weg mit dir, weg mit dir und weg mit dir. Dann hier ein paar Produktionsstränge hingeschmissen. Einen dahin. Dann haben wir hier einen Arm dran, der hier spuckt aus. Genau. Der ist passt. Hier brauchen wir jetzt noch Strom und Arme. So. 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 Hier kommen dann gleich noch Bänder hin. Hier machen wir Zahnräder. Hier machen wir Kupferkabel. Und dann brauchen wir nochmal ein paar Fließbänder. Hier haut's hin. Hier haut's jetzt auch hin. Und jetzt habe ich. Wie viele Stacks habe ich denn noch gerade? Ich habe nur noch den einen Stack Fließbänder. Okay, ja, das passt. Das reicht. Okay. Dann kann ich jetzt hier diese Kollegen nochmal wegreißen, weil das jetzt gerade gar nicht anders geht. Es ist ein bisschen doof, wie schon gesagt. Aber nicht anders machbar. So. 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 Und so. Gut, jetzt muss ich gucken. Hier haben wir nur die Zahnräder. Da kann ich mir hier diese Aufteilung sparen. Da hätte ich eigentlich das hier auch sparen können. Macht aber nichts. So, Tyler.
Steht der Strommast im Weg. Gut, dahin mit dir. Es war irgendwie abzusehen, dass wieder irgendwas im Weg ist. So, okay. Jetzt bekommen die schon mal wieder genügend Kupfer. Eisenquark. Eisenquark. Okay, die produzieren jetzt feuchtfröhlich Zahnräder. Ja. Okay. Jetzt habe ich schon keine Strommasten mehr. Warum produzierst du hier jetzt nicht? Weil du gerade keinen Bock hast. Nein, weil du keinen Greifarm hast. Das ist nur eine Blaupause. Jetzt aber geht's los. Okay, das haben wir. Teil 1 ist geschafft. Fast. Weil ich muss ja hier die restlichen Bänder auch noch machen. So, schauen wir mal. Was brauchen wir hier noch? Was ist denn das hier? Geh mal weg. Gehst auch mal weg. Hier kommt nur Kupfer an, weil hier auch nur Kupfer benötigt wird. Hier brauchen wir Strom. Das heißt, Strommasten hinstellen. So. Der bekommt jetzt Strom und kann hier feines Kupferkabel produzieren. Hier benötigen wir sowohl als auch Zahnräder und Eisenplatten. Die Zahnräder kommen schon nicht an. Warum kommen die nicht an? Was ist jetzt hier genau das Problem? Hä? Hallo? Nee. Ist doch richtig rum. Ich muss hier rein. Warum kommt es hier unten nicht raus? Hä? Das reicht nicht bis hin. Sagt das doch einer. Bin ich schon gewundert. So, jetzt kommen die Zahnräder wieder unten raus. Sehr schön. Haben wir diesen Punkt schon mal gefixt? Okay, jetzt wird es aber problematisch, weil hier muss ich jetzt einen tiefen Tunnel, also einen roten Tunnel dran machen. Ansonsten kann ich mir hier keine Abzweigung bauen. Dann machen wir das so glatt. Stellen den so hin. Und schon haben wir das Problem auch gelöst. Ja? War eigentlich gar kein Problem. Okay, dann hier wieder Eisenplatten aufs Band, was passiert ist, genau. Jetzt schaue ich gerade mal. Hier kommen keine mehr raus. Weil, was ist jetzt dein Problem? Du hast doch eigentlich wieder nur eine Blaupause da stehen. Das sieht man immer so schlecht. Die Blaupausen könnten ruhig noch ein bisschen transparenter sein. Oder ich sehe das nur so schlecht. Es kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Gut, jetzt produzieren wir wieder Fließbänder. Sehr schön. Die Produktion ist auch gefixt. Hier brauche ich wieder Eisenplatten. Das heißt, wir brauchen wieder einen tiefen, langen Tunnel. Tiefen Tunnel. Einen sehr tiefen Tunnel. Entschuldigung. Ab und zu muss man mal ein bisschen Quatsch machen, ne? Wenn das hier alles schon so ernst ist. So. Dann brauchen wir wieder einen Teiler. Diesen. Gut. Das sieht sehr schön aus. Jetzt haben wir hier wieder genügend Produktion der grünen Schaltkreise. So. Okay. Das passt. Gut. Das haben wir alles gefixt. Dann gehen wir mal ein Stück weiter. Hier müssen wir jetzt. Ja, kann weg, ne? Aus Gründen kann weg. Ja, deswegen einmal weg, einmal weg, einmal weg. Gut. Dann den Tunnel weg. Und diesen hin. So. Fließbänder ran. Okay, dann haben wir hier das gleiche Problem nochmal. Jetzt müssen diese ganzen Fabriken alle eins nach oben ziehen. Das mache ich glatt mal. Die Öfen gleich. Machen wir gleich, machen wir gleich. So, den dahin. Den Kollegen dahin. Den Kollegen dahin.
den dahin. Jetzt habe ich keine Produktionsfabriken mehr. Macht nichts. Wir holen uns gleich welche. So, wenn wir die anderen umgezogen haben. Hier wollen jetzt Greiferchen drinnen wohnen. Einmal diesen, einmal diesen. Und dann brauchen wir noch. Wir haben keinen roten Greifarm mehr, das ist aber schade. Macht aber nichts. Ich habe hier jetzt den abgerissen. So, den dahin, den dahin. Und den dahin. Na ja, gut, er könnte reintreten, schon ein Stückchen weiter nach oben laufen lassen. Ist aber erstmal egal. So, weg mit dir. Du produzierst nicht, weil du keine grünen Dinger kriegst. Gefixt. So. Jetzt brauche ich noch diese ganzen Fließbänder um. Geh weg. Ich hoffe, die reichen bis hier runter. Jo, das sieht gut aus. Das kann ich eigentlich schon mal machen, ne? Jo. Halt. Das ist verkehrt rum. Ja, falsche Taste. So rum? Nö, so rum. So ist gut. Ja, müssen wir mal gucken. Die Pfeile zeigen es aber gut an, in welche Richtung das Band läuft im Tunnel. Von daher alles gut. So. Diesen hier. Der müsste rein theoretisch auch, also der Greifarm müsste hier auch noch vom Band nehmen können. Also das dürfte kein Problem sein. Und der hier wiederum müsste auch aufs Band legen können. Ja, sehr schön. Dann müssen wir hier nicht allzu viel umbauen. Das ist doch schon mal etwas. Okay. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir noch dieses hier. Und dieses. Und hier hinten noch die beiden. Und dann sind wir quasi schon mal mit den Tunnels durch. Wo machen wir jetzt etwas? Wir müssen anfangen. Genau. Hier, der wollte Kupfer- und Eisenplatten. Da muss ich das dann umbauen. Ich fange aber vorne an. Wir fangen nicht einfach mittendrin irgendwo an, sondern wir fangen da an, wo wir auch. Wo der Anfang ist. Macht Sinn. Okay. Wir brauchen hier Eisenplatten. Das heißt, der Strommast steht wie immer im Weg. Das ist ja nichts Neues. Und dann hier ein Teilerfließband dran. Und ein normales Fließband. Somit läuft die Produktion der Greifarme. Huch. Läuft nicht, weil hier unten irgendwas gerade nicht hinhaut. So rum. Kommen die jetzt an? Ja, die kommen an. Sehr schön. Genau, das passt. Ich muss mal gerade was trinken, krieg langsam einen trockenen Mund. Ich quatsch zu viel. Das ist eigentlich nicht meine Art. Ich quatsche uns nicht so viel. Aber jetzt. So. Weiter geht's. Jetzt hier die Fließbänder hin. Der braucht nichts. Aber das Fließband ist verkehrt rum. So. Jetzt kommen hier wieder Kupferkabel und die zwei grünen liegen verkehrt rum drauf. Macht aber nichts. Okay. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger bei diesen Öfen. Also ich muss die Öfen trotzdem nochmal versetzen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Weil ich ansonsten hier nicht mehr rumkomme. Ja. Muss ja hier irgendwie das Eisen noch hinbekommen, ne? Okay. Dann machen wir das so. Dann so. Du hast jetzt keine Eisenplatten. Okay. Dann muss ich hier wieder einen langen Tunnel dran machen, weil das nützt nichts. So, komm, her damit. Von da bis da. Dann kann ich mich hier wieder das Eisen reinfallen lassen. Jetzt
überlege ich gerade, warum der jetzt gerade kein Eisen. Ist egal. Boah. Der hat doch eigentlich noch. Ach, der hat es vom Fließband schon alles runtergekrabbelt. Alles klar. Macht Sinn, macht Sinn. So. Weg mit dir, weg mit dir. Und wieder Fließbänder ran. Okay. Jetzt machen wir diese hier. Und ihr solltet eigentlich. Jetzt weiß ich auch, warum die hier nichts produzieren. Ist alles klar, weil die nämlich kein Eisen haben. So, jetzt dürften sie wieder produzieren. Sehr schön. Gut, jetzt laufen die Öfen auch wieder. Alles super. Mensch, schön. Dann kann ich hier diese Fließbänder bzw. die Teilebänder auch wegmachen. Brauchen wir nicht mehr. Weg mit hier. Okay, hier haben wir jetzt das Problem auch nicht mehr. Kann weg. So. Also ist eigentlich ganz gut, dass ich das jetzt nochmal umgebaut habe. Muss ich ganz ehrlich mal so anmerken, weil ansonsten, wie gesagt, wenn ich das später gemacht hätte, dann hätte ich hier echt massiv Probleme bekommen. Also, ich hätte das schon gesehen, dass da noch irgendwie. Ne? Oh, so. Damit das alles gleich aussieht, ändere ich das nochmal. Genau. Okay, weiter geht's. Hier kommen jetzt die Rohre rausgefallen. Das passt. Hier kommen Eisenträger. Das passt auch. Und wir produzieren hier oben drin Motoren. Brauchen wir nicht mehr. Kann weg. Kommt hier hin, kommt hier hin. Und ich habe keine Fließbänder mehr. Wo sind die? Hier unten sind die Fließbänder. Einmal mitnehmen. Ganzen Stack. Das reicht wieder eine Weile. So. Das dahin. Die Blaupause räume ich mal weg, weil die mir jetzt gerade im Weg ist und außerdem nicht schön aussieht. Dieser Motor könnte auch mal ein kleines bisschen schneller produzieren. Danke. Nein, ich brauche hier keine Eisenzahnrad mehr. Weg mit dir. Und einmal dahin. Gut, das haben wir. Was wollte ich jetzt? Strommasten. Okay. Huch. Schub deine mal weg. Ist nicht nett. Stellen wir da hin. Huch, was ist denn hier los? Krümel auf dem Mausbett. Entschuldigung. Ich bin ja gerade gekrümmt. Sauerei. Hat mich jetzt gestört. Du bekommst keine Zahnräder, weil der Arm verkehrt rum ist. Alles klar. Hier werden jetzt wieder die. Wo sind sie denn? Förderer produziert. Da brauche ich Zahnräder und die kommen von dem langen Fließband. Also von dem entfernten Fließband. So. Hier das gleiche nochmal in grün. Weg. Und so. Jetzt kommt hier der Arm dran. Und dann werden da drinnen wieder nicht Fließbänder produziert, weil wir hier noch kein Eisen haben. Genau. Eisen lasse ich mir von hier vorne bringen. Huch. Ich hätte das eigentlich auch hier mit. Das überlege ich gerade. Lass ich das damit drauf fallen? Die Motoren brauchen kein Eisen, das ist Quatsch. Dann habe ich nur wieder irgendwie zu lange Krabbelwege hier. Also machen wir das nicht. Machen wir so. Fertig. Da haben wir jetzt hier die Eisenplatten. Sehr schön. So, hier muss ich das gleiche ja nochmal machen. Da. Okay. Tyler. Ich hätte es echt von Anfang an so machen sollen mit den zwei Fließbändern. Aber man lernt hier echt nicht aus bei diesem Spiel, ne? Das ist, wie sagt meine Oma immer früher, du warst alt wie eine Kuh, aber du lernst immer noch dazu. Und das trifft es hier bei diesem Spiel auch. Also wirklich, du kannst das, weiß ich nicht, wie viele 100 Stunden gespielt haben, guckst dir einen Stream von jemand anders an und denkst dir so, ja, der Mensch hat es besser gemacht als ich, weil
der einfach irgendwie eine geilere Taktik hatte, wie er rangeht an das Ganze, ne? Und das ist halt echt, muss man wirklich sagen, das ist das Geile an Factorio. Du kannst, wie gesagt, Stunden drin investieren. Und du siehst, guckst dir einfach mal was an von jemand anders und denkst dir so, ja. Der hat recht, der Junge. Der macht das besser als ich. Ist so. Okay, die Produktion stimmt. Der produziert genügend davon. Jetzt muss ich nochmal alles durchschauen, wie das jetzt hier ist. Das kann weg. Das machen wir so. Die Kupferplatten brauchen wir da unten. Jetzt schauen wir nochmal hier. Hier wird jetzt normalerweise Eisen rauffallen. Brauchen wir aber nicht mehr, weil wir Eisen schon da haben, wo es hin soll. Genau, das passt. Das ist der Motorenproduzierer, genau. Hier haut auch alles hin, hier haut auch alles hin. Ich glaube, naja, noch nicht ganz. Wollte jetzt sagen, wir haben fast alles. So. Das passt. Jetzt schaue ich nochmal hier vorne. Hier brauche ich auch nicht mehr. Das ist jetzt wahrscheinlich nur noch ein Wegreißen. Also wenn ich jetzt echt Glück habe, habe ich jetzt eigentlich alles erwischt. Moment. Wie war das hier? Batterien. Batterien brauchen Eisen und Kupferplatten. Aber die Kiste ist voll. Gut, also haut das mit den Batterien auch noch hin. Nee, haut nicht mehr hin, weil ich muss ja jetzt hier auch noch Eisen drunter führen. Und das machen wir. Ich kurz überlegen. Das wäre ganz toll. Das machen wir anders, genau. Dann machen wir einen Teilerband hier ran. Setzen den Tunnel hier rein. Kann der das da runter kann? So. Und lassen die dahin fallen. Ja, ich weiß, ihr habt keinen Strom mehr. Das tut mir auch äußerst leid. So. Ist das Problem auch gelöst mit dem Strom? Genau, jetzt fallen hier Kupferplatten drauf. Das Ding ist nur. Das Ding ist nur, dadurch, dass er jetzt zwei Lanes produziert, kann ich das so nicht machen. Es geht nicht. Moment, ich zeige das Problem. Hier fallen jetzt zwei Lanes raus, ne? Logisch. Deswegen müssen wir hier mal einen kleinen Trick machen. Wir lassen das nur auf diese Seite fallen. Jetzt muss ich einen Weg finden, wie ich das Eisen auf die andere Seite kriege. Nee, machen wir anders. Machen wir so. Jetzt gehen mir die Bänder wieder aus. Es ist zum Heulen. Zack, nicht vertagen. Jetzt ist wieder dieser blöde Strommast nämlich. Es ist doch echt manchmal, ne? Da denkst du dir, ja, da passt er jetzt hin, dann räumst du ihn um und 2 Minuten später fällt dir auf. Scheiße. War doch nicht so toll. Okay, jetzt haben wir aber dieses Problem gelöst. Was schon mal sehr gut ist. Gefällt mir echt jetzt gut. Genau. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt sehr gut. Jetzt kann ich mir nämlich auch diese Teile hier sparen, weil ich muss jetzt nichts mehr filtern. So. Das ist jetzt egal, dass die zwei Eisenplatten da reingefallen sind. Das passt ganz gut. Aber ich kann mir jetzt diese doppelten Filter sparen, weil mit den doppelten Filtern habe ich im Prinzip das so gelöst, dass ich von einem Fließband, wo zwei Sachen drauf sind, mir eine Sache rausfiltere. Ne? Also, ja, schwer zu erklären. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert gehabt, dieses System. Muss ich jetzt aber zum Glück nicht mehr machen, weil, wie gesagt, jetzt das Kupfer ja schon separat liegt. Spart uns auf der Seite wieder etwas ein, was sehr gut ist. Das haut auch soweit hin. Hier oben liegen jetzt die zwei Eisenplatten, die eben vom Band gerollt sind. Genau. Das ist sehr schön. Genau, hier unten sieht man es im Prinzip, ne? Hier hast du halt eben ein Fließband, wo zwei Sachen drauf liegen. Und der filtert erst alle beiden hier drüben hin.
Und dann kannst du nochmal sagen, hey, gib mir nur auf dieser Seite Kupfer aus, weil wenn ich diesen Filter hier oben an diesem Fließband machen würde, würde auf dieser Seite auch nur noch Kupfer rauskommen. Und das ist ja doof. Wir wollen ja im Prinzip auf den Sachen beides haben. So wie es jetzt hier ist. Also quasi fortgeführt. Ne? Und hier ist jetzt im Prinzip der Filter dann dafür da, dass er sagt, hey, ich möchte nur diese Kupferkabel haben. Genau. Ich erzähle euch vielleicht was von Wolf. Vielleicht wisst ihr das auch schon. Falls ihr es nicht wisst, bitteschön, kostenlose Info. Man sollte ja Wissen teilen, ne? Ich habe das nämlich auch letztens ausgelernt. Ja, gut. Schauen wir doch mal. Was haben wir jetzt hier für Problem? Wir müssen noch Kupfer. Hier, das kann auch wieder weg. Weil eben, wie gesagt. So. Das kann genauso weg. Und das kann eigentlich hier direkt in den Tunnel reinfallen. So. Und schon ist eigentlich, haben wir jetzt gerade, boah, vielleicht eine Viertelstunde oder so, Viertel, halbe Stunde, um es alles umzubauen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das ist jetzt eigentlich fertig, ne? Und das, was ich eigentlich machen wollte, ich wollte ja meine Produktion hier. Und oh, ich hätte eigentlich schon laufen lassen können. Also die Forschung, nicht Produktion. Die Forschung hätte ich laufen lassen können, weil ja hier schon genug auf Fließband liegt. Habe ich aber nicht, weil ich es vergessen habe, um ehrlich zu sein. Schade. Na gut. Das ist okay. Hier fallen jetzt die Motoren rein. Das ist auch, weiß ich nicht, ob man die später nochmal braucht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall dauert das halt echt massiv lange, bis hier so ein Motor produziert ist. Aber wir können ja mal ein Geschwindigkeitsmodul reinmachen, damit hier mal ein bisschen was bei rumkommt. Es bringt ja nicht allzu viel, weil das erhöht ja nur die Geschwindigkeit um 20%, aber auch den Energieverbrauch um 50%, ne? Das bringt jetzt nicht so viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Okay, jetzt gucke ich nochmal nach dem Eisen. Dass da auch genug produziert wird, weil hier aktuell fehlt mir noch ein bisschen was auf dem Fließband. Das ist mir zu wenig. Aber es kommt eigentlich genug an. Es kommt echt genug an. Es kommt echt genug an. Hier staut es jetzt mittlerweile sogar schon. Dann machen wir nochmal Folgendes, damit das Fließband hier nochmal richtig voll wird. Stellen wir hier nochmal einen Teiler hin und führen das hier nochmal aufs Fließband, weil dann wird nicht nur die eine Seite voll, sondern es werden beide Seiten schön voll, wie man das hier sieht. Genau. Und das müssten wir wahrscheinlich weiter vorne nochmal machen. Das muss ich erstmal gucken, ich lasse das mal gerade voll laufen. Das läuft hier durch. Das läuft dadurch. Ich lasse mal gerade voll laufen. Nur um zu sehen, ob das auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier liegt Kohle. Jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Er schmeißt immer mal ein bisschen was bei rum. Einen kleinen Engpass werden wir immer auf dem Fließband haben. Aber hier hinten ist alles vollgelaufen, also von daher passt das. Sehr gut. Schön. Das war doch mein Ziel. Das, genau das wollte ich machen. Und jetzt weiß ich auch, was der Kollege letztens meinte. Du wirst noch Probleme mitbekommen, aber ich werde dich nicht spoilern. In dem Falle war es kein Spoiler, es wäre einfach nur ein nett gemeinter Tipp gewesen, aber ist alles okay. Ich habe selber noch herausgefunden, noch frühzeitig sogar. Und von daher konnte ich das Problem jetzt noch lösen. Genau. Und hier läuft jetzt feuchtfröhlich das Fließband voll und das gefällt mir sehr gut. Das macht echt Laune. Das macht Spaß beim Zugucken. Hier mache ich noch die Produktion der roten Teile rein, damit hier dann noch ein bisschen was passiert. So, okay. Bam, 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 bam.
So. So. Dann brauchen wir hier noch einen langen Greifarm und ich habe keinen mehr im Inventar. Ich habe allen möglichen schönen Spaß, aber keine Greifarme. So. Dann produziere mal fleißig. Kommt da was rum? Nö. Warum auch, ne? Was verkehrt rum drauf liegt. Okay. Sieht gut aus. Rohre ist auch noch genügend da. Die roten sind eigentlich auch genügend da. Hätte ich jetzt eigentlich mir sparen können, die zweite noch hinzustellen, aber wie gesagt, früher oder später braucht man es eh. Was ist das jetzt hier eigentlich für ein Fließband? Ach so, das ist für die Motoren. Und wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ich könnte eigentlich auch noch einen Fließband mit Motoren machen, weil hier kommt halt echt nichts an. Ne? Es ist wirklich leer, das Ding. Aber es dauert halt echt auch verdammt lange, so einen blöden Motor zu bauen. Na gut, machen wir doch glatt. Dann stellen wir noch die eine Fabrik hier mal dran. So. Ist jetzt hier der Strommast. Da. Und dann brauche ich nochmal einen roten Greifarm, der mir das hier rausholt. Und wir produzieren einen Motor, wie schon gesagt. So. So. Jo, sehr schön. Jetzt fallen hier auch diverse Dinge rein, wenn ich den Greifarm wieder andersrum mache. Und er produziert auch Motoren. Stapelgröße überschreiben. Aha. Okay. Geht hier auch. Ist interessant. Wusste ich sogar noch nicht. Okay, schauen wir nochmal glatt bei den elektrischen Erzförderern. Ach, das Fließband ist voll. Alles J. Alles J. Ja, ich müsste jetzt eigentlich noch die Fabrik für die Granaten nach oben umziehen, genauso wie hier die. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, es passt noch, ne? Genau, es passt noch alles sehr gut ins Bild. Hier kommt kein Kupfer an. Hier kommt kein Kupfer an. Dann machen wir den noch. Das ist ein falscher, das ist ein roter, den brauche ich jetzt noch nicht. Den dahin. Und einmal das Kupfer da reinfallen lassen. Dann wird hier auch wieder Munition produziert, beziehungsweise Geschütztürme sind es ja. Geschütztürme. Genau. Das haut alles hin. Wird produziert. Sehr schön. Hier nicht, weil voll. Könnte man sich auch eine Kiste hinstellen. Muss ich nicht. Das ist auch Quatsch hier, ne? Kann ich erstmal sparen. Weil das brauche ich aktuell. Brauche ich das für die. Kein Quatsch. Den da. Er kann ruhig weiter produzieren, das macht nichts. Das frisst eh kein Brot. Genau, dann bräuchten wir dann aber wahrscheinlich später nochmal eine zweite Fabrik. Ich glaube, die hier sind auch nicht ganz so schnell beim Produzieren, ne? Ja, okay. Das haben wir. Ich glaube, dann habe ich jetzt auch alles repariert, was ich zuvor kaputt gemacht habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste jetzt hinhauen. Die produzieren hier alle. Ich gucke mal, ob hier unten noch was passiert. Dürfte eigentlich nicht, weil keine Forschung läuft, ne? Das ist voll. Aber hier müssten dann so langsam die Motoren reinlaufen. Genau, da kommen auch immer ein paar. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Da läuft ein bisschen mehr rein. Und dadurch, dass hier das Fließband schon voll ist, hier sieht man es so leicht, stapelt sich das auch zurück. Genau, wenn ich jetzt eine Forschung anmachen würde, dann
würden die Motoren auch verbraucht werden. Aber das, wie gesagt, muss ich ja jetzt aktuell nicht. Ja, klar, forschen könnte ich schon, aber wie gesagt, es war jetzt erstmal wichtiger, diese Fabrik zu reparieren. Genau, hier läuft auch das Fließband voll. Gut. Okay. Was ist hier los? Warum ist hier auf einmal das Eisen leer? Huch. Wie kann das sein? Hä? Hat hier hinten so viel verbraucht? Oder wird nicht mehr produziert? Das kann natürlich auch sein. Hier kommt nicht viel an. Kommt echt nicht viel an. Obwohl, doch. Eigentlich schon. Es ist verrückt. Ja, die verknuspern das halt nicht schnell genug hier, ne? So schlimm passt, meines Erachtens. Na gut. Dadurch, dass ich heute auch ein bisschen eher angefangen habe, höre ich auch ein bisschen eher auf. Genau, wir haben jetzt um 9. Das passt ganz gut. Oder kurz nach 9. Ja. Was wollte ich sagen? Und nicht lügen. Genau, ich mache jetzt Feierabend für heute. Das nächste Mal am Ich glaube, Freitag hatte ich gesagt, ne? Das muss ich gleich nochmal schauen. Ich habe es nämlich echt schon wieder vergessen. Moment. Ich schaue gerade nochmal. Du quatschst hier nicht. Samstag sehen wir uns das nächste Mal. Was ich am Samstag spiele, weiß ich noch nicht. Weil es könnte sein, dass ich Bock auf Factorio habe. Es könnte aber auch sein, dass ich Two Point Hospital weitermache. Werden wir sehen. Und ich schicke euch jetzt mal... Kann ich das überhaupt? Ich probiere das jetzt mal. Ihr seid jetzt mal live dabei, wie ich hier versuche, jemanden zu hosten. Zwar nur mit 2 Leuten, aber das macht ja nichts. Ne? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hä? Ist weg? Ist weg. Schade. Dann hier. Machen wir das hier hin. Ist gar nicht mehr online. Wieso ist sie nicht online? Ich denke, die streamt heute. Hä? Dann halt nicht. Gut, wollte ich mal einen Host verschenken. Lassen wir das. Gut, okay. Dann, nicht lange quatschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen Abend. Wenn ihr Bock habt, Samstag wahrscheinlich so 19, 20 Uhr, je nachdem. Weiß ich noch nicht genau. Würde mich freuen, wieder ein paar Zuschauer dabei zu haben, damit ich nicht mit mir alleine rede, damit vielleicht jemand zuhört. Aber egal, kein Muss, stört mich alles nicht. Wie gesagt, schönen Abend wünsche ich und wir sehen uns. Bis dahin.